Die Pankratius-Kapelle am Freitagabend. Auf Einladung der Alpha-Buchhandlung referierte der frühere HR-Moderator und ARD-Börsenexperte Frank Lehmann über die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten und stellte sein Buch »Über Geld redet man nicht« vor. Lehmann konnte sich über vollbesetzte Kirchenbänke freuen und hatte dafür auch gleich eine Begründung parat. Man sagt, wenn Kinosäle, Theatersäle, Veranstaltungen voll sind, ist Krise. Aber nicht Krise. Lehmann referierte in seiner bekannt humorvollen Art und spickte seinen Vortrag mit Anekdoten aus seiner Zeit bei Börse im Ersten, kurz vor der Tagesschau um 20 Uhr, wo ihm täglich nicht mehr und nicht weniger als 2 Minuten 30 zur Verfügung standen, um auf aktuelle Entwicklungen auf dem Börsenparkett einzugehen. Doch auch ernste Worte hatte der Journalist für seine Zuhörer. So sieht Lehmann die Finanzkrise als noch lange nicht überwunden an. Nur habe ein Wandel stattgefunden, weg von der Bankenkrise hin zur Staatsschuldenkrise. Die Finanzmärkte beschrieb Lehmann als eine Welt aus Euphorie, Panik und Ratlosigkeit. Investmentbanker betrachtete der Vortragende als Söldner und kritisierte scharf die in diesem Bereich möglichen Arbeitsverträge. Einer hat einen, vielleicht hat es mitgekriegt, einen Vertrag abgeschlossen. Wenn er die und die Ziele erreicht, kriegt er X. Was hat er bekommen für das letzte Jahr? 80 Millionen. Ein einzelner Mann, weil er gut verdient hat für die Bank. 80 Millionen. Unanständig, unsittlich. Aktien seien nach wie vor eine gute Wertanlage. An der Börse könne man weiterhin gutes Geld verdienen. Es komme halt auf die richtige Mischung an, so Frank Lehmann, dem die Zuhörer in der Pankratius-Kapelle am Ende seines Vortrags reichlich Beifall spendeten.